Hallo zusammen, willkommen. Wir spielen Foundation, einem mittelalterlichen Stadtbausimulationsspiel, in dem wir mit einer Handvoll Siedler beginnen, eine Stadt aufzubauen. Wir müssen hier den Siedlern Häuser zuweisen, Arbeitsplätze zuweisen, wir müssen Holz fällen, wir müssen Steine klopfen, wir müssen ja, Büsche abernten und so weiter und so fort. Wir müssen uns darum kümmern, dass es unseren Siedlern, unseren Einwohnern gut geht, dass die Bedürfnisse gedeckt werden. Ja, Foundation befindet sich momentan noch in der Early Access. Das heißt, es wird sicherlich noch das ein oder andere bearbeitet, geändert werden, hinzukommen. Aber wir schauen es uns dennoch jetzt schon an. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und würde ich sagen, erstellen wir mal unsere erste kleine Stadt. Den Bauplatz habe ich jetzt schon gewählt. Man hat zu Beginn einige ja, Vorgaben, wo man jetzt bauen kann. Ich hatte jetzt die Karte Hügeliges Gelände gewählt und ja, unsere Stadt, die wird jetzt hier im Tal zwischen den Hügeln beginnen. Wir sollen als erstes ein Dorfzentrum bauen und damit geht dann mal alles los. So, wir können auch richtig schön ranzoomen. Dorfzentrum. Das heißt, ein paar Kisten und ein paar Einwohner. So, 8 neue Gebäude sind freigeschaltet. Alles klar. Ja, ich muss mich selbst noch ins Spiel reinfuchsen. Ich habe mal kurz reingeschaut, mich mit der Steuerung vertraut gemacht. Und gucken wir mal, ob ich das alles hinbekomme, wie weit wir kommen. Ja, Spiel läuft. Wir können das Spiel jetzt auch auf dreifache Geschwindigkeit laufen lassen. Unsere Einwohner, da haben wir eine Liste davon. Haben wir jetzt 8 Stück an der Zahl. Die sind momentan alle arbeitslos. So, wir haben einen neuen Auftrag. Erhöht den Rang eurer Dorfbewohner auf bürgerliche. Gut, die Liste packen wir mal eben darunter. So, Holzfäller Lager, da schauen wir. Wir haben jetzt 450 Gold, wir haben 40 Holz. Wir haben 20 Werkzeuge. 10 mal Bären. Ja, 0 Arbeit, 0 Punkt und so weiter. Ja, allgemeine Zufriedenheit, ganz okay. Gut, würde ich sagen, wir fangen erstmal an mit einem Holzfällerlager. Wir schauen mal ganz kurz. So, wir haben jetzt für jeden Kolonisten erstmal so ein eigenes Menüfeld. Da können wir ihm jetzt die Arbeit nochmal zuweisen, was er tun soll. Wir können dem folgen, den Arbeitsplatz anzeigen, sein Zuhause anzeigen. Hier sehen wir seine Bedürfnisse, wie zum Beispiel Grundbedürfnisse. Er hätte gerne ein Haus und einen Brunnen. Und, ja, Nahrung, Bären. Okay, einen Brunnen. Dann fangen wir erstmal mit einem Brunnen an. So, den setzen wir hier schön zum Dorfzentrum. Okay, jetzt haben wir ja den Brunnen gesetzt, beziehungsweise gesagt, dass der dorthin soll, aber er wird noch nicht gebaut, weil wir keinem Arbeiter den Auftrag zugewiesen haben. So, da gucken wir mal, zum Beispiel hier der Karl, das wird hier unser Bauarbeiter. Erin, ich guck mal so, dass wir die männlichen als Bauarbeiter nehmen. Antonia, ja, viele Männer haben wir nicht hier. Cloud, Bauarbeiter. Und der Robin. Okay. So, Karl, der ist hier fleißig am Bauen. So muss das sein. Schön. Gut, Bedürfnis Brunnen ist dann gestillt. Ja, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, der Brunnen, was hatten wir von Einzugsgebiet? Das müssen wir dann auch später herausfinden.
Holzfällerlager, Sammlerhütte, Sägewerk, Lagerhaus, Steinmetz. Steinmetz haben wir hier oben. Hier haben wir Steine. Ich sage, dann machen wir gleich mal ein Steinmetzlager hierher. Und noch eine Holzfällerhütte bzw. Holzfällerlager. Das tun wir hier. Ja, wo tun wir das hin? Im Wald oder vielleicht hier hinten rein? Aber dann läuft der ewig hier rum. Okay, da müssen wir, würde ich sagen, dann tun wir das mal hier so her. So, obwohl Robin ein Bauarbeiter ist, tut er ja die Bäume fällen. Ich glaube, der hat einfach nur Platz gemacht für das Lager. So, das läuft. Wir schauen mal. Ist das schon fertig? Nee, ist auch noch am Bauen. Okay. So, Brunnen, Holzfällerlager, Sammelhütte brauchen wir noch. Wir brauchen ja noch ein bisschen Nahrung. Hier haben wir gleich noch Bären. Okay, gut, da weiß man mal den Rest jetzt zu hier. Wir haben jetzt noch hier einen Untätigen, das ist der Robin, ein Bauarbeiter. Gut, wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir natürlich sehr viele Frauen, aber Gleichberechtigung, Frauen müssen auch arbeiten. Dann tun wir erstmal Victoria zum Sammeln abkommandieren. Antonia, würde ich sagen, weiß man erstmal einen Bauarbeiter zu, dass die Leute nicht untätig sind. Wir machen das erstmal so. Wir werden erstmal alle jetzt als Bauarbeiter zuweisen. So, Erin wird jetzt unser Holzfäller. Okay, Holzfäller und ja, hier der Karl. Nee, Karl bleibt unser Bauarbeiter. Ich suche jetzt nämlich noch einen für einen Steinmetzbetrieb. Müssen wir eben schauen, wo die alle abgeblieben sind. So, Cloud ist Steinmetz. Gut, dann haben wir jetzt ein Steinmetz, ein fürs Holzfällerlager, Bärensammler. Okay. So, baut einen Markt und richtet ihn ein. Holzfäller haben wir, Steinmetz haben wir, Bauarbeiter haben wir, Sammler haben wir. Okay. Okay. So, den Markt sollen wir bauen. Dann gucken wir mal. Dann werden wir jetzt hier auf Denkmal. Können wir eine Holzbrücke und einen Markt bauen?
Es gibt keinen Abbaubereich für Steinmetz. Steinmetz? Warum nicht? Haben wir doch hier Steine. Ach so, Moment, genau. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir müssen erstmal diese Abbaubereiche definieren. Das machen wir wiederum hier oben. So, Abbau. So, jetzt seht ihr nämlich, jetzt fängt er an Steine zu klopfen, und wenn wir jetzt hier noch den Wald markieren. Was haben wir jetzt gemacht? Na? Die sind ja aus irgendeinem Grund hier dahinter versteckt. So, Abbau. So, das kann abgebaut werden. So, auf und hier. Tun wir einfach den ganzen Bereich markieren. Das heißt, wir können die wirklich den kompletten Wald bzw. die Bäume hier abbauen. Hier drüben, die können eigentlich genauso gut weg. Pass auf, die tun wir genauso kennzeichnen. Und wo wir schon dabei sind... Verbotenes Gebiet. So, einen Markt sollen wir bauen. Gucken wir mal. Was hatten wir unten? Dekoration, ein Zaun, ein Zierstrauch. So ein Markt. Lebensmittelstand, Warenstand, luxuriöser Stand, blaues Zelt, grünes Zelt, rotes Zelt. Kostet alles jetzt Gold, kostet Holz und Bretter, das richtig sehe. Kommt als erstes mal ein Lebensmittelstand. Der Baum, der kommt hier weg. Ja, den Markt, den tun wir hier schön um unseren Platz rundherum aufbauen. So, jetzt haben wir einen Lebensmittelstand und einen Warenstand in Planung. Und beginnen wir mit dem Bau. Ja, Mauern können wir auch bauen, aber Mauern, wozu könnten Mauern gut sein? Okay, so, die Stände sind jetzt gebaut. Jetzt müssen wir den noch
Arbeitskräfte zuweisen. Schauen wir mal. Marktarbeiter. So, zwei Stände haben wir, zwei Mitarbeiter brauchen wir. Und wenn die jetzt zu ihren Ständen sind, können wir auch jetzt sagen, die Bären sollen jetzt verkauft werden unter den Einwohnern. Wir sehen hier, Nahrung ist immer noch ausgegraut. So, jetzt gibt es hier Bären und Slot 2. Ja, sehr schön. Gut, Slot 2 haben wir jetzt nicht zur Auswahl. Haben wir vielleicht noch nicht zum Verkauf. Okay. Aber Bären gibt's. Jetzt schauen wir mal ganz kurz nach hier. Genau. Es gibt Nahrung, es gibt Bären. Und hier fehlt wohl noch der Grundbedürfnisse. Ja, ein Haus. Jetzt ist der Brunnen erst fertiggestellt. Ach, es hat Stein gefehlt. So, sehr schön. Da sehen wir jetzt auch ein Bedürfnis gestillt. Wasser. Eine Botschaft aus dem Königreich. Das Königreich erkennt ihre Bemühungen bei der Gründung ihrer Siedlung an. Dienstleistung Kirche. Gut, Kirche und Wohnhäuser fehlen noch. Schauen wir mal, Platz für Wohnhäuser. Ja, haben wir eigentlich. Ach ja, das machen wir, indem wir Entwicklungszonen malen, Wohngebiete. Dann bauen die nämlich von ganz allein ihre Häuserchen. So, ein bisschen Abstand zum Marktplatz möchte ich schon halten. Guck mal, hier drüben, dass du mal alles markieren lässt mal. So. Genau. Jetzt sehen wir hier, wird ein Haus geplant, hier wird ein Haus geplant. Und wenn die Bäume dann mal hier endlich weg sind, dann werden hier weitere Häuser geplant. Vielleicht müssen wir einfach nur noch einen Holzfäller planen. So, machen wir noch eine Holzfällerhütte. Ja, später kann man auch wieder die Wälder aufforsten. Also, die wachsen jetzt nicht von allein nach. Was weg ist, ist erstmal weg. Aber man kann sie wieder aufforsten. Und man kann auch jetzt nebenan weitere Territorien dazu kaufen. Kostet jedoch 500 Goldstücke. Das ist dann wieder so ein Rasterpunkt. Und da hat man dann weitere Ressourcen, die man dann dazu bekommt. Hier haben wir schon das erste Wohnhaus gebaut. Ausbaustufe 1, Dichte 1, Ausbau der Hausdichte zulassen, Hammer. Attraktivität und Durchschnitt, Cloud und Erin wohnen da. Also zwei Bürger haben da einen Platz.
So, wir haben 8 Einwohner und die bauen jetzt 1, 2, ich glaube hier entstehen 2 Häuser. Hier und hier. Gut, dann hätte jeder ein Haus, das passt. Da ist er im Haus verschwunden. Ja, was hat er wohl im Haus gemacht? Werden wir nie erfahren. Okay, gut. Häuser haben wir gebaut. Holzfällerlager haben wir gebaut. Steinmetz. Beziehungsweise Steinmetzlager haben wir gebaut. Brunnen haben wir gebaut. Ja, die ersten Verkaufsstände haben wir gebaut. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Unsere kleine Siedlung, sie wächst und gedeiht. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns dann das nächste Mal weiter an, wie es weitergeht. Und ich hoffe mal, euch hat es gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bis später.